Hallo, ihr lieben Gruselknusperkekse. Ich heiße euch herzlich willkommen. Weiter geht's mit Visage. Wieder ein Bonuspart. Ich habe die Kassette schon rechts aus der Kommode. Werde ich gleich zeigen, wo, falls euch interessiert, wo man die findet. Die nächste VHS gefunden. Doch, die nehme ich mal direkt auf. Indifference. Schauen wir uns jetzt mal an. Bin schon fleißig da draußen am Absuchen nach den Kassetten, nach den restlichen drei. Die war jetzt eigentlich ganz leicht zu finden, aber jetzt keine 5 Minuten gesucht. Okay, verkettete Tür. Die haben wir schon mal, glaube ich, im Dolores-Kapitel in der Garage gesehen, glaube ich. Aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ah, die rote Tapetenwand war, glaube ich, der Keller. Und diese Bilder, die habe ich ja. Aber da waren, glaube ich, 5 oder 6, ne? Okay, das sieht nach Leuchtturm aus. Das. Okay. Was sind das für Hinweise? Diese Bilderrahmen, davon habe ich 4. Mal kurz gucken auf dem Bild. Da sahen wir nach mehr aus, ne? Die müssen scheinbar aufgehangen werden. Das. Vielleicht muss ich auch erstmal die verkettete Tür finden, aber werde ich ja oder so ist es da draußen ja auch nicht. Wenn ich ja gleich auf dem Weg garantiert, wenn es da ist, sehen. Gibt ja nicht viele Möglichkeiten. Keller, Garage. Dachboden zum Beispiel kann ich mir gar nicht vorstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Und diesmal mache ich die Kassette auch raus. Dann komme ich nicht durcheinander wieder. So. Und dann haben wir noch 2 vor uns. Die Kassette gefunden. Hatte ich hier. Ist gut. Genau hier war die drin. Da brauchte ich gar nicht lange suchen. Jetzt gehen wir mal kurz und überprüfen die Wand, oder? Da war, glaube ich, auch noch. Da hängen aber schon Bilder. Vielleicht kann ich die ja abheben. Abhängen. Nee. Da ist was, guck mal. Dann sind das, glaube ich, Hinweise. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Die Truhe habe ich nämlich sofort erkannt. Ist da noch was drin? Ich habe beim Lucy-Kapitel gedacht, wo die da so ächzend und also hier so röchelnd stand. Ich habe gedacht, die wäre hier die würde in der Kiste liegen, habe ich gedacht. Das wäre mal ein Knaller gewesen. Ich glaube, ich nehme mal die Packung mit. So. Guti, dann war da noch eine Leiste mit 3 Bildern. Hatte mal eine Leiste mit 3 Bildern. Hier so eine Schrägleiste, so eine Schmalleiste meine ich. Ein Wackel wie ein Wippstuhl. Ich glaube, ich weiß. In der Küche. Ja. Boah, das ist echt gut, das Dolores-Kapitel. Das hat einen echt hier fit gemacht mit den Wegen. Weil man hier 800 Wege laufen musste. Wo war nochmal? Hab's gleich. Das war irgendwo hier. Das ist nicht weit. Warte mal. Aber hier schien mir auch irgendwas zu sein. Sah doch so nach Regalen aus, das eine Bild, ne? Das wird, na gut, das wird nicht passen. Ja. Können Kerzen aufgestellt werden. Na gut. Dann wird es hier nicht sein, also der Wippstuhl.
Webstuhl, Webstuhl, Webstuhl. Wo war die Küche? Ich glaube, ich gehe einfach mal nach oben und von da aus dann in die Küche. Irgendwo hier, meine ich. Da. Oder habe ich den schon genommen? Ach, hier war ich ja schon. Da, glaube ich, oder? Oh, jawohl. So, damit haben wir alle sechs beisammen. Okay, die gestriffene rote. Nee, die, einfach die Wand. Die hier wahrscheinlich. Das ist die auch. Sehr cool. Ich habe auch was gefunden, ohne irgendwie zu lange zu brauchen. Das ging jetzt eigentlich relativ fix. Okay. Ist halt jetzt echt extrem fies versteckt gewesen bei der Truhe oben. Oh, die Tür ist weg. Und die jetzt war auch mehr Zufall wie sonst was. Ich weiß, ich kam jetzt eigentlich eher auf den Trichter. So beim Stromkasten direkt hatte ich so eine Vermutung. Ich bin die ganze Zeit in den Schlafzimmer rumgerannt von den Eltern, Lucys Zimmer, Johns Zimmer, glaube ich, so heißt der Bruder. Da gibt es ja so ein Bild, Lucy und John. Der kommt aber gar nicht vor auch, ne? Ich meine, wie Lucys Eltern ja selbst einmal kurz. Im Bruder sieht man irgendwie nichts. Okay, das ist die verkettete Tür schon mal. Oh, jede Menge schöne Pillen. Bunte, viele bunte Farben. Smarties. Jetzt? Jetzt muss ich die zuordnen, oder was? Nö, da schmeißt du dich einfach mal rein. Ja, warum denn nicht? Ach so. Und du? Darf es noch eine sein, die rote, ja? War das nochmal bei der Matrix? Rote und die grüne oder gelbe und. Die rote bleibt man dann in der Matrix. Oder rot und blau ist ja wurscht jetzt. Ich nehme die pinke, ich gehe ins Willy Wonka-Land. Sorry, meine Stimme ist immer noch ein bisschen angekratzt. Ins Willy Wonka-Land, habe ich gesagt. Das hat sich jetzt wie angehört. Fand ich jetzt aber irgendwie. Noch ein bisschen heiser. Oh ja, wenigstens brauchen wir keine spezifische Reihenfolge der Tabletten, glaube ich, nehmen. Die gehen einfach so ab. Und noch die guten Tic-Tac. Und damit sind wir dann auf, haben wir unser Level erreicht. Oh, was? Ah, Junge, willst du mich verarschen oder was? Das ist ja natürlich super. Okay. Hat sich da jetzt wieder was gelöst? Ich glaube schon, ne? Oh, das. Das ist ein Haufen Tabletten. Das klemmt. Okay, das. Boah, ich habe schon befürchtet, ich nehme nicht auf. Da wäre jetzt natürlich doppelt und dreifach blöde. Ah, guck mal, Tatsache, die nächste Kette wieder ab. Hallo, was meinst du denn da Schönes?
Ja, nett. Da haben wir den feinen Herrn Künstler gestört. So wird einfach nur ein Glas. Depression, Schuld, Leiden. Agonie, was hast du nochmal? Agonie? Weiß ich jetzt gerade nicht. Gehasst. Entschuldigung. Okay, auf jeden Fall eine Person, die definitiv große psychische Probleme hat. Emotionale, würde ich sagen. Kommt mir alles wieder so ein bisschen Rakan-mäßig vor, ne? Also verbinde ich irgendwie mittlerweile damit, weil die Kollegen ja auch in der Anstalt da waren. Haben wir ständig gesehen. Aber das ist jetzt mal ein Location-Wechsel hier. Ist ja schon fast wie Hölle. Also so. Ansatzweise zumindest. Fehlt noch ein bisschen Lava und noch mehr Leid und Elend und so. Aber vielleicht ist es ja auch einfach nur der erste Kreis der Hölle, wer weiß. Gibt's ja da ganz neuen Stück von, ne? Kann auch im Stick sein. Scheint auf jeden Fall kein schöner Ort zu sein. Definitiv nicht. Aber ich glaube, das hatten wir ja. Es gab's auch nicht anders zu. Ja, da war ja jetzt ein super Satz. Das war jetzt auch nicht anders zu erwarten im Horrorspiel, ne? Dass wir jetzt hier nicht das lila Launebärland finden. Jetzt wird ein bisschen Boot. Ja, was? Ja, komm, ey. Das ist manchmal echt albern, ne? Ich brauche beide Hände. Riesige Ketten auch, ne? Also ich glaube, das soll so symbolisieren, irgendwie der an den Ort gebunden oder fühlt sich selbst vielleicht mental wie zugekettet. Ne, man sagt ja manchmal auch ein Druck auf der Brust, zum Beispiel ständiges Gefühl oder so. Gibt's da Leute, die berichten davon. Das sind wir da. Aber ich würde sagen, wir. Oder zumindest der Mann aus der Erinnerung mit dem Bier, ne? Das ist ein riesiger Schädel. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen was symbolisiert hier mit den Ketten und diesem Wahnsinn, dass er irgendwie dann gefangen ist. In seiner, weiß ich nicht, eigenen Schuldzuweisung oder in seinem mentalen Zustand gefangen. Oh, der Schi. Ach, das ist ja, das ist. Oh, ich glaube, ich so langsam kriege ich da einen Zusammenhang. Kann das vielleicht sein, dass Lucy die Tochter von Dwayne ist und das hat ihn in den Wahnsinn getrieben, dass er dann seine Nee, aber Lucy hat sich umgebracht. Stimmt, Lucy hat sich umgebracht. Oder die hat es überlebt. Lucy, das kann auch sein. Und das sind halt die Aktionen, also die das Ereignis mit Lucy ihn so fertig gemacht hat. Also langsam kriege ich echt den Eindruck nicht los, dass das alles echt so zusammenhängt ist, ne? Dass das alles so aus einer Familie wäre oder so. Was da jetzt nicht passt, ist, dass er im Keller ja seine Kinder und seine Frau erschießt und Lucy zum Beispiel ja, wenn ich das richtig schnall, Selbstmord begangen hat im Badezimmer. Oder vielleicht versucht. Aber bei der Menge an Blut wieder dargestellt wurde, würde ich sagen, die hat es geschafft.
Schon echt, aber ich finde, hat irgendwie was von der Hölle. Softe. Okay, also wir scheinen jetzt so langsam aber die Kassette, glaube ich, durchzuhaben. Ich glaube, das mit dem Leuchtturm, das war so ziemlich am Ende. Setzen wir uns mal in den Sessel. Oh, Dwayne, welcome to your domain. I was waiting for you impatiently. What? You tell me this isn't your domain? Nonsense! It's the fruit of your hard labor. Can't you see how everyone enjoys their time here? It's all thanks to you they have this newfound home. How fulfilled they all seem. Some of them might look a little lost, I concur, but what of it? They have a place to be for all of eternity. How delightful for them, courtesy of Dwayne Anderson. The dead will whisper tales of your achievements, and you will be remembered forever. Now, now, up you go, chap. Go have a look at your masterpiece. Ja, also ich glaube, da bin ich gar nicht so weit entfernt. Die Toten werden dich besingen. Vielleicht meint er damit die eigene Familie. Zwar auf eine makabere Art und Weise. Also wir werden jetzt auch in den Kassetten öfters und öfters direkt angesprochen. Ne? Wir sollten diesen Vertrag unterschreiben. Dwayne Anderson jetzt auch wieder. Schau dir dein Werk an. Dann diese Einkaufstour mit dem Bier. Da würde ich sagen, die war auch ziemlich auf Dwayne angesetzt. Ich glaube, die sagte da auch, Dwayne, was ist los mit dir? Ich glaube wirklich, also das ist, wie ich ganz am Anfang vom Let's Play davon ausgegangen bin, dass es so von den Vorbewohnern die Geschichte sind. Ich glaube, das ist doch mehr zusammenliegender, als man wahrhaben will. Ja, als ich wahrhaben will. So, irgendwie. Obwohl ich, was heißt wahrhaben will, aber als mir vielleicht bewusst vor wäre. Egal. Ist schon wieder ein ganz kaputter Satz. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also hätte ich nicht so erwartet, sagen wir mal so, dass das so zusammenhängt. Ich kann doch sagen, dass ich jetzt voll daneben liege. Aber ich weiß nicht. Ganz ehrlich. Seine Familie hat ein Foto von den beiden wahrscheinlich. Er und seine Frau. Bestimmt. Das ist bestimmt. Das ist total komisch gerade. Ich finde es auch gerade echt spannend, muss ich sagen. Ne? Dieser Interpretationsspielraum, der da jetzt ist, wie man die Story zusammensetzt, quasi. Stresstabletten. Also, das ist ein Frauenfuß. Explain this to me. Please talk to me. I love you, Dwayne. I want to help you. First the alcohol and now this? Who prescribed you this and why? I want to know so I can help you through it. Are you slowly going insane, Dwayne? Should we be worried? Because we are. Recently, you've been scaring everyone with your cold indifference. Are you thinking of leaving us? What do you want to run from so bad that you drug yourself every day? Do you want to die, Dwayne? Da bin ich gar nicht so auf dem Holzweg, glaube ich. I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care.
I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. If you want to die, I'll happily oblige. I could help you with that, you know? I'm only with you because you have money. It's probably blood money, but I don't care. I don't care about you. Oh ja. Also ich würde echt sagen, dass die Tabletten und der Alkohol ihn dazu hingetrieben haben, dass wir hier einen Mörder spielen. So. Ja, es scheint echt so zu sein. Kommt mir zumindest stark so vor. Alles klar. Dann haben wir noch eine Kassette vor uns. Die mache ich dann im letzten Part. So gesehen, das Finale steht bevor. Schütze ich mal zumindest. Hatte ich ja gesagt, ich hatte gegoogelt und da stand, dass diese VHS-Kassettentape ein geheimes Ende preisgibt. Entschuldigung, nur Schluck auf. Preisgibt. Beziehungsweise, dass das dann ein allgemein geheimes Kapitel ist, wenn man alle 7 Kassetten findet. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Part und so gesehen den in Anführungsstrichen Finale dabei seid. Tschüss, bis dann.